Da kenne ich auch nichts, habe ich gesagt. Oh mein Gott. Wir sind so tot. Wieso lebe ich noch? Wieso lebe ich noch? Wieso lebe ich noch? Wieso lebe ich noch? Lol, da hat er so geleckt. Ich habe nicht mehr, ich habe keine Muni mehr. Oh! Oh, Mama Mia! Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Kilian. Heute geht es um. Okay, dieses Headset, ne? Ich glaube, es sagt. Heute geht es darum, die beste Sturmsoldate auszutesten. Die Sturmsoldatentasse? Was habe ich gerade gesagt? Die besten Sturmsoldatenwaffe auszutesten, Leute. Und zwar ist es meiner Meinung nach die. Pass auf, haltet euch fest. Es wird unfassbar unerwartet. Es ist die Karabiner M1A1. Ja, das war es auch eigentlich. Das ist meine Spezialisierung. Ich hoffe, ihr kennt die Waffe. Denke mal, jeder kennt sie. Weiß nicht, ob wir in dem guten Team nachgeschaut sind. Aber wir spielen einfach mal ein bisschen, Leute. Und ich bringe euch der Waffe einfach mal ein bisschen näher. Erwartet jetzt nicht so das Ultra-Gameplay, weil es ist echt sehr lange her, dass ich Battlefield gespielt habe. Ganze zwei Stunden. Nein, Spaß. Schon echt mehrere Tage, weil ich zocke gerade ein ganz anderes Spiel. Kann ich da noch so ein Ding hinterher pfeffern? Ja, komm. Komm. Wir machen damit noch so einen Kill. Oh, Leute, es sind so viele da. Und ich habe keine Muni. Oh ja, das gefällt mir. Das gefällt Kilian. Ja, Leute, aber wieso ist das die beste Sturmsoldatenwaffe? Wie gesagt, ich möchte es euch nicht mit einem Gameplay präsentieren. Spielt sie einfach selber und dann werdet ihr sehen, ob sie rasiert. Ich hoffe natürlich, ich werde hier ein paar coole Kills rausholen, aber darum geht es gar nicht in diesem Spiel. Vor allem, weil ich eh immer so komische FPS habe bei Battlefield, das ist richtig komisch. Aber eine der Waffen, die am meisten Schuss hat, mit den Präzisionsspezialisierungen. Das heißt, wenn man nicht auf das volle Magazin geht. Oh, kann ich da hier jemand was durchgeiern? Ha! Digga, legt euch nicht mit meinem Granatwerfer an, Alter. Geht doch gleich noch eine. Okay, eine Panzerfaust ist natürlich jetzt semi-optimal. Genau, sie hat eine der Waffen, die am wenigsten, am meisten Schuss mag. Ich kann gar nicht reden beim Konzentrieren. Den holen wir uns noch. Das ist ein Panzer. Und sie ist halt auch so präzise, Leute. Man glaubt es nicht. Man ahnt es einfach nicht. Ich weiß nicht, wie man Panzer treffen muss, damit die instant down sind. Aber ich habe es noch nie geschafft, mit allen meinen Raketen einen Panzer zu töten. Habe ich wirklich noch nie. Ja, scheiße. Was machen wir denn jetzt? Guck mal, er ist da auch gesniped worden. Wir müssen den jetzt einfach mal holen, Leute. Ich zeige euch jetzt mal. Bitte? Alles klar hin. Ja, wie auch immer, die Präzision ist nice. Das kann hier keiner bestreiten. So, also Battlefield 5 M1A1 ist einfach super. Und wir zocken heute einfach mal mit der Waffe. Ich hoffe, ihr probiert sie mal aus, wenn ihr sie nicht gehabt, gemacht habt. Ja, genau. Ich möchte mich also dementsprechend einfach für das Support bedanken. Ist mega cool. Und deswegen für die Leute, die mich wegen dem Battlefield abonniert haben, möchte ich mit euch ein paar Sachen besprechen. Denn Leute, Battlefield geht mir ziemlich auf den Sack jetzt. Und ich weiß, ich bin in ein paar Facebook-Gruppen, wo ich meine Videos auch mal poste, wenn ihr von daher kommt. Kuss auf eure Nuss, wirklich. Aber ich bin nicht so einer von den 90 Leuten. Wahrscheinlich auch einer von euch dazu guckt, die so unnötig rumheulen, wirklich. Meistens die Leute, die über 30 sind oder so. Jetzt kein Hate an euch, aber ihr heult so rum. Die 12-jährigen Kinder sind manchmal nicht mal so schlimm. Ich will jetzt nicht so rumheulen, von wegen, es liegen so viele rum. Ich kann keine Leute sehen. Oder so richtig unnötiges Rumgeheul. Aber was mich halt wirklich abfuckt, mich fuckt nicht nur ab, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Entwickler irgendwas nicht patchen oder so. Das ist mir egal. Also im Endeffekt ist es schon der Grund. Aber was halt mein richtiger Grund ist halt, dass keine neuen Maps oder so kommen. So, ganz ehrlich, Leute, wir haben keine Abwechslung in diesem Spiel. Guck mal, ihr könnt mir nicht sagen, dass wir Abwechslung haben in diesem Spiel. Tides of War Mission. Wer meint, dass das Abwechslung ist, der hat noch nie irgendein anderes Spiel gespielt. Ohne Scheiß. Also nach 5 Monaten, gefühlt nur 5 Maps, man spielt 3 davon. Es ist unglaublich. Und wenn ich langsam keinen Gegner töte, dann verrotte ich hier auch. Also, was ist das für eine Eroberungsrunde? So, ich zeige euch mal die Präzision. Habt ihr das gesehen? Ja. Also, die hat ultra die nice Präzision auf Entfernung. Das ist unglaublich. Da könnte man fast meinen, die schießt so präzise wie mein Penis. Oh Gott, das Niveau von diesem Video sinkt und sinkt wie die Titanic. Wird er wiederbelebt? Nein, du? Belebst ihn wieder? Ja, Digga, ich bin so ein Arschloch. Ich bin so ein Arschloch. Da kenne ich auch nichts, habe ich gesagt. Oh mein Gott. Wir sind so tot. Wieso lebe ich noch? Wieso lebe ich noch? Wieso lebe ich noch? Wieso lebe ich noch? Lol, da hat er so geleckt. Ich habe nicht mehr, ich habe keine Muni mehr. Oh, Mama Mia. Nein, 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 die V1 ist bitte unsere, bitte nicht die gegnerische. Ich bin auf so einer niceen Headshot-Streak. Mama, ich renne ja schon weg. So, warum kam man nicht auf so wenig Videos auf einmal? Fragt sich der eine oder andere, na, wahrscheinlich keiner.
War ganz einfach, mein Studium hat wieder ein bisschen angefangen. Das heißt, es kommen nicht mehr jeden zweiten Tag Videos, aber es kommen auf jeden Fall trotzdem. Eigentlich geplant jede Woche 2 Videos, vielleicht 1, aber ich glaube eher jede Woche 2. Und kommt die Punkte, die snacken wir uns einfach mit, weil wir sind ja Level 50 und... Ach warte, man kann ja seit 100 Jahren nicht mehr weiter Level. Gut gemacht, Dice. Eine Sache, die mich schon wieder abfuckt am Battlefield. Aber ist okay, ich muss dafür keinen Facebook-Post erstellen, um andere Leute zu nerven. Wieder der gekommen, ja. Bitte komm, ach komm on, Digga. Ich weiß, es ist gefährlich, aber ich bin Kilkra, der echte Kilkra. Da kann man schon mal eine Ausnahme machen. Okay. Leute, die schreiben, oh ja, ich habe so eine krasse Computer, ich schaff's 60 bis 70 FPS auf Ultra. Da frage ich mich doch, Digga, wieso spielst du auf Ultra, wenn du nur 60 FPS bekommst? Also ich könnte ja nie nur 60, also ich spiele jetzt schon mit 90 und es fühlt sich so, also ich bin 100 mal schlechter wegen den 90 FPS. Ohne jetzt irgendwie Aussehen zu suchen, ne, aber wirklich, wenn ich ohne Aufnahme spiele. Übrigens nochmal, Leute, danke für euren mega Support auf meine Videos. Mich würde das mega freuen, auch wenn ihr mal das Video liken würdet, weil ihr denkt so, oh, ein Like, yo. Ich like nur, wenn das übelst witzig ist. Was es natürlich auch ist, weil meine Videos sind ultra lustig. Rüber, manchmal will man so bei B spawnen. Und wo spawnt man? Man spawnt so 8 Kilometer entfernt. Sogar eher näher dran an, keine Ahnung, A oder so. Als eigentlich da, wo man spawnen möchte. Ja, kein Ding, Digga. Ich rette dich immer wieder gerne. Okay. Mal in A rein. Einer. Zwei. Mit meinem richtig guten Aim-Kapper. Immer dieses KD sagt nichts daraus, ob man gut ist. Doch, KD sagt aus, ob man gewisse Fertigkeiten am Spiel besitzt oder nicht. Und KD ist für mich das Einzige, was mich meistens Ballerspiele, aber gerade auf jeden Fall Battlefield anregt, es zu spielen, ist einfach meine KD zu verbessern. Weil alles andere, also so Win, wer eine gute KD hat, der gewinnt auch. So ist das. Wer mehr Kills in einem Game macht, der gewinnt. Also es geht halt wirklich für mich 1:1 nur um KD. Und ich habe gerade so Bauchschmerzen in meinem Zorn. Also no joke, das tut richtig viel gerade. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Haut rein, ich gehe jetzt was essen. Peace out und folgt mir auf Insta. Und stay active, you motherfuckers. Wir sehen uns nächste Woche. Ich laber viel zu viel Scheiß. Los. Auf die Nuss. Anybody here can get it. Treat the game like a scrimmage now. Mess up here with the flow. I swear, nigga, no limits now. I've been ballin' for a minute. Whole team full of winners. Anybody here can get it. You tuned in to the relish now. Anybody here can get it. Treat the game like a scrimmage now. Mess up here with the flow. I swear, nigga, no limits now. I've been ballin' for a minute. Whole team full of winners. Anybody here can get it. You tuned in to the realest now.